Hallo, ich grüße euch alle ganz herzlich. Es ist Dienstag, eigentlich keine Zeit für einen Wochenrückblick. Das möchte ich auch nicht machen. In der Woche sind in der Regel Interviews angesagt. Ich habe für diese Woche mal ganz bewusst keine Interviews angesetzt, weil ich muss mich ein wenig auch um mein Privatleben kümmern und natürlich auch um meinen Beruf und konnte deswegen nicht genau zusagen, wann ich wo arbeiten kann. Für die nächste Woche habe ich wieder zwei ganz tolle Interviews angesetzt. Einmal mit Johanna. Da geht es um Aktivismus. Johanna ist eine Tierrechtlerin, eine Veganerin, eine Kämpferin, eine Aktivistin hier aus Bremen, die sich wirklich klasse einbringt in die ganzen Sachen. Und, Entschuldigung, das Interview ist am nächste Woche Donnerstag. Und am Dienstag habe ich, wenn alles gut geht, zwei Gäste. Und zwar geht es da um Zirkus. Zirkus hat man jetzt lange nicht mehr viel von gehört. Müssen wir aber wieder darauf eingehen. Die Corona-Zeiten sind vorbei und es gibt auch einiges dazu zu berichten. Lasst euch überraschen. Heute möchte ich aber eine Sache machen, und zwar das Thema Milchwirtschaft ansprechen. Milch, ein uraltes Thema, sprechen wir Tierrechtler schon lange von. Dieser Slogan, für Milch sterben Kälber, der immer wieder große Kritik aus landwirtschaftlichen Bereichen hervorbringt. Das ist alles gelogen, das stimmt alles nicht. EBP, bla bla blub. Jetzt hat Schrot und Korn berichtet und hat einen Beitrag gebracht. Da geht es um die Milchviehproduktion und sie haben große Kritik geübt. Ich habe den Beitrag auf meiner Seite eingestellt mit der Bemerkung lesenswert. Und interessanterweise hat ein Bauer darauf sehr schnell reagiert und sagte, der Hüten hat ja gar keine Ahnung, guckt euch mal das Bild an, dass eine Mehrzweckkuh, eine Kuh, die sowohl Fleisch produziert und dafür eben die Milchkühe, also das Rind produziert Fleisch und auch die Kuh, während die Milchkuh weniger Milch gibt als die sogenannten Hochleistungskühe. Der Beitrag jedoch hatte genau damit zu tun, was wieder mal bewiesen hat, dass dort einfach nur gemeckert wurde, ohne überhaupt auf den Inhalt zu gucken. Hauptsache gegen angehen, der typische Reflex der Bauern. Ich möchte euch aber einmal aus dem Artikel vorlesen. Da heißt das in dem Artikel als Überschrift, und genau darum ging es ja, Kälber jung, männlich, überflüssig. Und genau um diesen Artikel ging es. Und da hat er sich darüber aufgeregt, dass man eben die falschen Bilder gezeigt hat. Aber was interessant ist, da gibt es einen Zwischenbereich, der heißt Milch oder Mast, wenn Kälber zu Wegwerfwaren werden. Und da heißt es, seit der Jahrtausendwende ist die Milchleistung pro Kuh von durchschnittlich 7000 Liter im Jahr auf 9150 Liter gestiegen. Vielleicht vergegenwärtigen wir uns, dass in den 50er Jahren die Milchkuh 2500 Liter gebracht hat. 2,5. Jahrtausendwende 7000 und jetzt aktuell 9150. Also dieser Trend, immer mehr zu produzieren, ist verrückt. Und wir gehen gleich mal darauf ein, wie das funktioniert. Die Landwirte stellen immer mehr milchbetonte Rassen wie die schwarzbunte Holstein an ihre Stelle und die Kühe dieser Rassen werden auf immer mehr Milchleistung gezüchtet. Und genau das ist der Knackpunkt. Die Kuh der 50er Jahre war ein wenig flacher, ein wenig kleiner als die heutige Holsteiner Kuh, hat aber mehr Muskelmasse gehabt, auch an den Vorderläufen. Sie fraß 10.000 Kalorien am Tag. Heute sind die Hochleistungskühe hochgezüchtet, schlank mit Hungerecken, weil sie sollen ja kein Fleisch anfressen. Das, was sie an Kalorien zu sich nehmen, soll ja in Milch produziert werden. Früher wurden die Kühe um die 20 Jahre alt und landeten dann beim Schlachter, wurden noch verarbeitet. Heute, die Hochleistungsmilchkühe sind mit 5, 6, spätestens 7 Jahren, Ausnahmen bestätigen die Regeln, ausgedient. Die Kälber solcher Turbo-Milchkühe setzen weniger Fleisch an als der Nachwuchs von sogenannten Zweinutzrassen, wie Fleck oder Braunvieh. Das war das, was auf dem Bild abgebildet war. Dementsprechend zahlen die Mäster für Holsteinkälber nur 10 bis 20 Euro, mit Folgen für die Tiere. Männliche Kälber
von Milchrassen, wo nach unseren Erhebungen insgesamt schlechter versorgt als weibliche, heißt es in einer Studie der Tierärztlichen Hochschule Hannover. Für die 765 Milchviehbetriebe mit 190.000 Kühen untersucht wurden. Insgesamt starben in den untersuchten Betrieben 10% der Kälber, 10% in den ersten 3 Monaten. Eine Sterberate von 10% finde ich wirklich bedenklich. In diesem Bericht von Schrot und Korn, und darum waren auch die sogenannten Zweinutzungsrassen abgebildet, ging es um die kuhgebundene Kälberaufzucht. Dann eine Biobäuerin, ein sogenanntes Bruderprojekt, ähnlich wie beim Bruderhahn, ins Leben gerufen und hat das erklärt. Jeska, wie das mit den Sternen funktioniert, sorry, ich weiß es nicht. Ich habe diese Funktion angeboten bekommen von Facebook und nutze sie seither. Aber vielleicht kann mir das ja mal einer erklären. Also, die kuhgebundene Kälberaufzucht ist aktuell eine Nische in der Nische. In Deutschland gibt es laut Statistischem Bundesamt 57.000 Milchviehbetriebe mit 3,9 Millionen Milchkühen und 3,4 Millionen Kälber im Alter bis zu 8 Monaten. Bio hat in diesen Zahlen nur einen kleinen Anteil. Das muss man also auch mal erwähnen. Auf etwas mehr als 4.000 Betriebe leben rund 180.000 Milchkühe und etwa 160.000 Kälber. Das mal in die Relation gesetzt. Diese kuhgebundenen Kälberaufzuchten betreiben aktuell 100 bis 200 Höfe. Übrigens alle Bio, aber genaue Zahlen sind nicht bekannt. So, und nun berichten wir über den Kälber. Das Kälbersterben in der Intensivtierhaltung. Und permanent kommen so Schlaumeier an, die kommentieren, wie jetzt auch derjenige auf meiner Seite, der sagt, oh, guck mal, das ist eine Mehrzweckkuh. Und hat den Bericht gar nicht gelesen. Und sagen, aber das stimmt doch gar nicht, den Tieren geht's gut. Die Statistik, sorry, besagt etwas anderes. Ausnahmen sind es nicht. Denn die meisten Tiere, Kühe, sind tatsächlich in der Intensivtierhaltung gehalten. Intensivtierhaltung, ich benutze ganz bewusst den Namen, Massentierhaltung nicht, weil auch da kommen wieder die bäuerlichen Vertreter und sagen, was ist denn eine Massentierhaltung? Ha, 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 ihr habt ja gar keine Ahnung. Und ich denke mir dann immer, das ist ein typisches Bullshit-Bingo. Wie soll ich einen Bauern in einer Diskussion ernst nehmen, wenn ich ihm die Begrifflichkeit Massentierhaltung erklären muss. Massentierhaltung ist ein Pseudonym, das in unserer Gesellschaft jeder normalsterbliche Mensch kennt. Wenn ich von Intensivtierhaltung spreche, verstehen viel weniger Menschen, was ich damit meine, als wenn ich Massentierhaltung sage. Aber natürlich hat der Bauer recht, im Duden steht Massentierhaltung nicht drinne. Recht hat er. Trotzdem weiß jeder, was gemeint ist. So, und wenn wir Tierrechtler nun sagen, für Milch sterben Kälber, dann hat das eine ganz einfache Bewandtnis. Damit Milch fließt, müssen Kühe erst einmal kalben und Mütter werden. Sobald eine Kuh gekalbt hat, in der Regel, ich muss immer von der Regel sprechen, weil Ausnahmen bestätigen die Regeln, aber es sind Ausnahmen. Wird diese Kuh in der Regel nach 2 bis 3 Monaten nach der Geburt wieder besamt, sodass im Schnitt jedes Jahr ein Kalb zur Welt kommt. Rund die Hälfte sind männlich oder weiblich. Mit Bullenkälbern kann man auf Milcherzeugnis spezialisierten Betrieb wenig anfangen, also gibt man sie ab. Sie geben keine Milch. Von den Kuhkälbern braucht man aber auch nur die Hälfte, maximal, eher weniger. Weil wir können mal rechnen, wenn eine Kuh 7 Jahre alt wird, hat sie mindestens 5 Kälber geboren, mindestens. Und lass es nur 2 sein, lass es nur 2 weibliche Kühe sein. Damit habe ich wirklich tief gegriffen. Wenn diese 2 Milchkälber den gleichen Weg gehen würde sich ja die Zahl der Kühe nicht verdoppeln,
sondern um ein Vielfaches wie eine Pyramide steigen. Der Bestand würde überhand nehmen. Also, was macht man? Sind überflüssig. Deshalb verkaufen die allermeisten Bauern, und das ist egal, ob konventionell oder bio, ihre Bullen und die überzähligen Kuhkälber schon nach wenigen Wochen an konventionelle Mäster. Jedem Kalb stehen während der Wartezeit 1,8 Quadratmeter Fläche zur Verfügung. 1,8 Quadratmeter. Das ist für mich Tierquälerei. Sie ist gesetzlich legalisiert, da kann man nichts machen. Aber die gibt es. Damit sie auch schnell an Gewicht zulegen, bekommen sie keine Muttermilch ihrer Mütter, also Kuhmilch, die soll ja der Mensch trinken, sondern sie kriegen sogenannten Milchersatz, Austauscher, Milchaustauscher. Das sind Reste aus der Molkerei, Milchpulver, aber wirklich Abfallprodukte der Molkerei, angereichert mit Pflanzenfetten und billigen Eiweißen. Und das Ganze dann nochmal aufgepusht mit Kraftfutter. Böse Zungen behaupten, dass auch die Kälber schon vorbeugend mit Antibiotika behandelt werden, aber das wird sicherlich nur ein böses Gerücht sein. Was passiert? Die Kälber werden verkauft für wenig Geld. Viele Kälber werden auf eine lange, lange, lange Reise geschickt nach Spanien oder Nordafrika. Offiziell zur Zucht. Die müssen einen Überstand an Rindern haben, bei so vielen Zuchttieren, die sie bekommen. Die bekommen ja nicht nur die Kälber, es werden ja auch in der Zwischenzeit trächtige Kühe verladen und transportiert, wie jetzt just aus Aurich nach Marokko und immer mehr. Was wir festhalten müssen, die meisten Kälber, und das ist egal, ob männlich oder weiblich, die geboren sind und geboren werden, sind überzählig. Die Anzahl der Milchkühe, die wir aktuell haben, ist schon so immens hoch, dass ein weiterer Zuwachs kaum noch zu verkraften ist. Ergo, weg mit den Kälbern und ganz schnell mästen, damit man sie noch zu Wurst machen kann. Ein großer Gewinn für die Mäster springt dabei auch nicht raus. Und auch da ist ein Überangebot da, wird der Preis auch geringer. Und jetzt komme ich noch einmal auf die Studie der Technischen Hochschule Hannover. Die sagen, eine 10%ige Sterbequote in den ersten 3 Monaten. Ich finde das Wahnsinn. Die Geflügelmästereien sprechen von einer 2%igen Sterbequote, die ich nebenbei gesagt nicht glaube. Und dort 10%? Unglaublich. Unglaublich. Das heißt also noch vor der eigentlichen Mast, vom eigentlichen Mastende. Und dann kommen die Bauern an. Nicht alle. Ich darf nicht pauschalieren. Und sagen, das stimmt alles nicht. Unseren Kühen geht's gut. Und führen dann die kleinen Ausnahmebetriebe an, die eine andere Haltung machen als die konventionellen. Und erinnert euch an die Zahlen. 3,8 Millionen Milchkühe, 3,4 Millionen Kälber gegenüber 180 der anderen Haltung. Ganz ehrlich, Freunde, was soll man den Bauern noch glauben? Die Bauern erzählen mir, Antibiotika in der Landwirtschaft ist gar nicht so groß wie Humanmedizin. Ja, die Humanmedizin, 700.000 Tonnen, Tiernutzungsbranche 712.000 Tonnen, das ist schon relativ nah dran. Die Humanmedizin hat aber den Antibiotikaeinsatz noch gar nicht reduziert, während die Landwirtschaft in den letzten 5 Jahren den Antibiotikaeinsatz um 50% reduziert hat. Erst einmal 50%, aber die Anzahl der gehaltenen Tiere ist nicht reduziert worden. Was bedeutet das? Sind die Tiere robuster geworden? Oder hat man, weil es kein Gesetz gab,
mit Antibiotika geaßt, ja vielleicht sogar auch noch zur Mast eingesetzt? Diese Frage beantworten mir die Bauern aber netterweise nicht. Wenn die Bauern jetzt rumjammern, dass es ein neues Agrarpaket gibt, dass Reglementationen kommen, was Pestizide, Insektizide, Nikotine angeht, was Gülleausbringung angeht, dann muss ich ganz ehrlich sagen, ohne Reglementation macht ihr nichts. Das hat er bewiesen, der Einsatz von Antibiotika, was ihr noch vor 5, 6, 7 Jahren gebraucht habt. Wie soll ich denn einen Bauern glauben, dass er zukunftsorientiert arbeitet? Ein Bauer, bis auf wenige Ausnahmen, arbeitet wirtschaftlich bedingt, monetär ausgerichtet. Es ist ein Wirtschaftsbetrieb. Und das muss man so ganz deutlich sagen. Und genau wie Christine schreibt, die Theken sind voll. Mir kann auch kein Verbraucher sagen, dass er nur Bio kauft oder vom Bauern nebenan. Es sei denn, dass der Bauer nebenan dieser Großbetrieb mit 1000, 1500, 2000 Tieren ist. Die Auslagen in den Supermärkten lügen nicht. Und jetzt wird's warm. Die Grills werden rausgeholt. Ein 1000 Euro Landvergrill steht da draußen. Und darauf das 1,99 Euro Steak vom Lidl. Was ist das für ein Unfug? Ich bin sehr dankbar über den Bericht in Schrot und Korn. Und möchte aber eins dazu sagen. Wir müssen wegkommen von der Tierausbeutung. Wir brauchen es nicht. Eine rein pflanzliche Ernährung ernährt uns alle. Und gleich kommt wieder der Nächste an auf meiner Seite. Wovon wächst denn euer Essen? Das nächste Bullshit-Bingo, das ich dann immer wieder höre. Und die Flächen sind ja gar nicht groß genug, um euch alle pflanzlich zu ernähren. Denn die Flächen, die im Ackerbau eingesetzt werden, sind ja teilweise für den menschlichen Verzehr, für Nahrung des Menschenverzehr gar nicht geeignet. Freunde, 75% der Kalorien, 75% der Proteine, die wir aufnehmen, stammen von Pflanzen. Und die wenigen Proteine und Kalorien, die wir tierischen Produkten nehmen, kommen aus der Landwirtschaft, die 70% der landwirtschaftlichen Flächen einnimmt. Ich brauche nicht Grünland umzubrechen. Wir können rechnen. 8 Milliarden Menschen gegenüber 70 Milliarden Nutztiere. Aquakulturen gar nicht mitgerechnet. Wenn ich diese 70 Milliarden Nutztiere nicht mehr füttern muss mit Futtermitteln aus der ganzen Welt, dann brauche ich kein Einstein zu sein, um zu wissen, dass die Flächen, die nun frei werden, auf den Bereichen, wo Kraftfutter angebaut wird, für die Nutztiere, um zu wissen, dass es reicht. Ich kann mit einer rein pflanzlichen Ernährung mehr Menschen ernähren, als wir aktuell auf der Erde haben. Das bedeutet, der Welthunger ist auch dem übermäßigen Fleischkonsum der Reichen geschuldet. Philipp Wollin hat einmal in seinem ganz bekannten Vortrag gesagt, jedes Stück Fleisch, das wir heute essen, ist ein Schlag in das Gesicht eines weinenden und hungernden Kindes. Und er hat recht. Und ich habe diese Woche einen Beitrag gepostet über Landverbrauch und habe ein Bild reingesetzt von einem Feld, das gemäht wird und ein hungerndes Kind, wo die Frage draufsteht, wer soll es bekommen? Und schon haben sich diejenigen, die den Fleischkonsum verteidigen wollen, da wieder böse, böse aufgeregt. Wovon wächst denn dein Essen? Von Pflanzen. Von Pflanzen, mein lieber Freund. Mein Essen wächst von Pflanzen. Ich esse das Tofu-Tier und den Mandelbär und so manch anderes Gemüsetier. Das ist meine Speise. Und dazu bedarf ich keiner eingesperrten Kreatur, die auf engstem Raum leben muss, wie ich es vorhin genannt habe, die Kälber auf 1,8 Quadratmeter, die Muttersauen in einem Kastenstand von 0,7 Quadratmeter, sondern sie wachsen frei, frei in der Landschaft und können sich ausbreiten.
Ein Dialog ist mir mit vielen Bauern auch gelungen. Darum habe ich auch ganz deutlich die Einschränkung bei mir geschrieben. Der Reflex der Bauern, in Klammern nicht aller. Es gibt in der Zwischenzeit auch immer mehr Bauern, die sich mit dieser Thematik beschäftigen und den Ausstieg suchen. Wir können diese Bauern dabei unterstützen, indem wir in unseren Geschäften mehr und regelmäßiger nach regionalen Gemüse fragen. Wenn das regionale Gemüse gefragt wird, und denkt wieder dran, ein landwirtschaftlicher Betrieb ist ein Wirtschaftsbetrieb, wenn die Nachfrage steigt, dann wird auch das Angebot steigen. Und dann werden auch mehr Bauern bereit sein, umzusteigen. Wir sind mitbeteiligt. Und darum soll dieser Beitrag auch kein Bauernbashing im Allgemeinen sein, sondern er soll uns Verbraucher ebenso mit in die Verantwortung nehmen. Denn einfach nur einer Berufsgruppe die Schuld zu geben, das ist billig. Also, wer die Welt ändern will, fängt bei sich selber an. Und heute ist ein guter Tag, die Welt zu verändern. Gehen wir es an. Ich wünsche euch einen schönen Abend. Macht's gut. Tschüss.